Moin, ich bin Ole, ich komme aus der Spielentwicklung, ich habe davor ein bisschen andere Sachen gemacht und ich hack eigentlich an allem Möglichen rum, hauptsächlich an Spielen und guck, was ich damit so anstellen kann. Und jetzt wollte ich euch eine Demo zeigen und habe ich immer noch vor. Und jetzt vielleicht kriege ich das Fenster rübergezogen. So, oder auch nicht. Okay, doch, gut. Das ist ein Spiel, von dem ihr wahrscheinlich alle noch nicht gehört habt. Es nennt sich Dust in Elysian Tales, ist ein Indie-Spiel. Ich dachte, ich nehme irgendwas, was keiner kennt, dann kann mir keiner unterstellen, dass ich es nicht selbst gemacht habe. Und in dem Spiel spielt man normalerweise durch eine ganze Menge Areale durch. Es gibt mehrere Kapitel und all so ein Kram. Aber das ist uns alles egal heute, weil ich das Spiel gehackt habe. Ich habe den ganzen Dialog am Anfang des Spiels geändert. Das wird jetzt ungefähr 1,5 Minuten dauern. Also guckt da ruhig hin und ich erzähle euch einfach ein bisschen was dazu, weil die Zeit ein bisschen knapp ist für meinen Vortrag. Ich habe nämlich 40 Slides und 15 Minuten. Im Endeffekt, ich habe den ganzen Dialog geändert und ich habe einfach die erste Cutscene im Spiel teleportiert uns jetzt direkt in die Ending-Cutscene, weil man sich dann nicht mit dem Spiel auseinandersetzen muss, weil so toll ist es auch nicht. Und der ganze Hintergrundgedanke ist einfach, dass ich jetzt hier ein relativ einfaches Beispiel habe. Das Ganze ist in C# programmiert worden mit XNA. Das ist ein Framework, da steckt nicht eine große Engine hinter oder viel C++-Code, dass wir jetzt irgendwie uns hier im Disassembler hinsetzen und uns durch irgendwelche Object-Dumps rumschlagen müssen, sondern da sind einfach relativ leicht zu dekompilierende Daten drin, die wir uns anschauen und uns einfach mal Schritt für Schritt ansehen werden, wie man das hinkriegt, solche Spiele gar nicht spielen zu müssen, sondern einfach direkt zum Ende zu teleportieren. Tada! So, genau, da war die Demo und jetzt die Frage ist, was ist die Idee? In dem Fall war meine Idee jetzt einfach, ich möchte ein bisschen Dialog ändern und ich möchte direkt zum Ende springen, weil es halt irgendwie ein bisschen das Spiel aus dem Spiel rausnimmt. Man kann halt alles Mögliche andere ändern, aber ich habe nicht so viel Zeit und deswegen dachte ich, es ist vielleicht am schnellsten zu zeigen, einfach wir springen direkt zum Ende. Es wäre viel eindrucksvoller, wenn ihr wüsstet, dass es das Ende ist, weil ihr das Spiel kennt, aber man kann nicht alles machen. So, also wo fange ich an? Wenn ich irgendein Spiel hacken will, wo ist irgendwie ein guter Anfangspunkt? Erstmal gucke ich mir die Dateien an. Ach so, erstmal gucke ich mir an, will ich mit Daten oder Code anfangen? Daten kann ich viele Sachen viel oder sehr einfach mit ändern. Zum Beispiel in Dust sind die ganzen Cutscenes einfach als Videofiles drin. Das heißt, wenn ich irgendwie irgendein Programm habe, in dem ich Videos schneiden kann, kann ich die Cutscenes im Spiel ersetzen, so lustig ich bin. Oder es gibt Image-Files häufig, die einfach sich ändern lassen. Aber es gibt auch viele Custom-File-Formats, die man halt sich in einem Hexeditor anschauen muss. Und man kann halt nicht alles ändern. Man kann nicht unbedingt direkt zum Ende springen, wenn der Code das nicht hergibt. Wenn es kein Scripting gibt oder so und das alles hardgecoded ist im Spiel, geht es halt nicht. Deswegen, mit Code kann man alles im Spiel ändern, was man möchte, aber es ist relativ nervig ab und zu. Je nachdem, was für ein Spiel ist, was für Technologien benutzt worden sind, man braucht halt viel Fachwissen darüber, wie die Technologien funktionieren, die das Spiel benutzt und wie man sich das anguckt und was eigentlich rauskommt am Ende, wenn man das alles kompiliert vom Quellcode in die eigentlichen Daten. So, wir gucken uns erstmal das Dateisystem an. Was gibt es hier für Folder und allen Gedöns? So, was fällt auf? Es gibt ein Dialog-Ding. Cool, ich will ja den Text ändern. Also schauen wir uns doch die Dateien mal an. Okay, DSC, hat die Dateiendung schon mal irgendjemand gesehen? Echt? Wofür? Ah, okay. Hier steht es, glaube ich, für Dust Script irgendwas. Und weil das Spiel Dust heißt. Aber in Skyrim wahrscheinlich ähnlich. Es ist ein komplettes eigenes Dateiformat. Das heißt, wir haben jetzt kein Tool, um das zu öffnen. Also was machen wir? Hexeditor. Hexeditor, guter Freund von jedem Menschen, der Sachen macht, die man vielleicht nicht machen sollte. Genau, also hier ist erstmal irgendwie aller möglicher Kram drin. Wir wissen gar nicht, was es ist. Wir sehen auf der rechten Seite sind die Daten als Text, in der Mitte sind die als Ziffern, einfach irgendwie als numerische Daten. Und was können wir hier sehen? Okay, diese Blöcke sehen irgendwie ähnlich aus. Da ist wahrscheinlich eine Struktur drin, die sich wiederholt. Was sehen wir noch? Es gibt irgendwie einige Sachen, die man als Text tatsächlich lesen kann. Da steht öfter 0 drin oder irgendwelche Ziffernfolgen mit einem Unterstrich und noch mehr Ziffern.
Das sind alles Indizes in dem Spiel, aber das wissen wir an dieser Stelle auch noch nicht. Und es gibt viele, viele Fs mit ganz vielen mehr Fs. Das alles ist eigentlich minus 1 in Hexadezimal. So sieht das in einem Hexdump aus. Wenn ihr das seht, ist da irgendein Index, der zu nichts zeigt. Das ist eigentlich immer, wenn ihr einen Hexdump seht, viele Fs heißt, da sind irgendwelche Indizes drin und die zeigen nicht unbedingt dahin, wo man hin will. So, aber hier ist überhaupt keine Spur von dem Text. Und wir wollen ja eigentlich den Text im Spiel ändern. Das heißt, was machen wir? Okay, wir müssen jetzt erstmal mit dem Decompiler uns den Code angucken. Das Spiel ist netterweise in C# geschrieben. Das heißt, wir kriegen jetzt irgendwie Sachen raus, die menschenlesbar sind. Wäre das in C oder C++ programmiert, wäre das alles erstmal deutlich unangenehmer zu lesen. So, was hieran interessiert uns? Der Dialog. Das ist ja das, was wir ändern wollen. Also schauen wir uns den Dialog an. Oh, okay, kein Dialog drin. Weil professionelle Entwickler. Wo ist der Dialog? Genau im HUD. Wo man den erwartet. Ah, mein Hand-Icon geht nicht. Naja. So, jetzt schauen wir uns die Klasse an. Wir wollen ja, oder wir haben diesen Pfeil gefunden, in dem der Dialogkram drin ist. Also irgendwas wird da irgendwie ausgelesen. Also wo kommen diese Daten her? Hier drin wird nirgends eine Datei geöffnet, aber es gibt hier ein paar Funktionsaufrufe und initDialogScript. Ich habe viel zu viel geschrieben auf die Slides. initDialogScript da unten ist irgendwie eine Funktion, die so aussieht, als ob die ein Skript vielleicht lädt oder irgendwas macht. Also gucken wir uns die Funktion an. Ist hier irgendwas drin, was interessant ist? Ah, okay, hier gibt es irgendwie so einen Read-Aufruf. Der könnte doch aus den Dateien lesen, die wir uns eben angeguckt haben. So, in Read sehen wir jetzt, das öffnet ein paar Dateien hier unten und liest dann auch prompt da alle möglichen Sachen raus. Das heißt, jetzt wissen wir, wie dieses Dateiformat aussieht, das wir uns eben angeschaut haben. Diese ganzen Blöcke, die sich wiederholen und so. Wir können hier sehen, es gibt halt mehrere Reads und das Ganze ist in einem For-Loop, das ist diese sich wiederholende Struktur. Und wenn wir jetzt was dran ändern wollen, können wir das hier machen. Aber an der Stelle noch immer nicht der Text. Wir haben noch immer keine Ahnung, wo der Text herkommt, der eigentlich in diesem Spiel drin steht. So, was machen wir? Wir haben ja uns das vorher schon mal angeguckt. Ah, hier ist auch noch so ein Strings-Ding unten drin. Das heißt, irgendwo ist hier der Text. Hoffentlich. Also schauen wir da rein. Ah, okay, hier ist alles Mögliche zum Dialog drin. Das ist ja praktisch. Also nehmen wir irgendwie einen als Beispiel, schauen da rein. Und sehen, okay, der lädt das aus irgendeinem Ressourcenmanager. Jetzt einfach durch Erfahrung weiß ich, C#-Programme können so ein Ressourcenobjekt haben, das einfach standardmäßig reinkompiliert wird und wo irgendwelche Dinge drin liegen. Und das findet man dann auch prompt, wenn man sich da mit auseinandersetzt. Da ist einfach dieser Unterordner, in dem irgendwelche Daten drin liegen. So, und hier sind jetzt diese ganzen, der ganze Text zum Spiel ist einfach in diesem Objekt drin. Und wie ihr in der zweiten Zeile seht, können wir den jetzt auch ändern, wie wir lustig sind. Ich weiß nicht, ob das eben aufgefallen ist, dass einfach die Textzeile, die kommt direkt, bevor wir zum Ende springen des Spiels. Genau da. So, wie springen wir jetzt eigentlich zum Ende? Wir haben ja noch gar nicht, wir wissen ja gar nicht, wie das abläuft in dem Dialog. Und das ist ja der eigentlich spannende Teil. So, ich weiß nicht, in einem Hex-Editor die Strings zu finden aus dem Programm und die zu ändern, ist, glaube ich, nicht so aufwendig, da ist irgendwie der spannende Teil noch gar nicht drin. So, es gibt jetzt in diesem HUD-Dialog-Ding, was wir am Anfang gefunden haben, noch ein Update-Textbox, wo abhängig von dem Typen der Textbox er sich aussucht, was er jetzt macht, wenn diese Textbox auftaucht. Das ist der Ablauf in dem Programm, wenn irgendwie eine Dialogbox da ist, entscheidet er so, was er als nächstes macht. Und davon gibt es eine ganze Menge Typen. Und welcher davon interessiert uns? Oder welche interessieren uns überhaupt? Also gucken wir uns erstmal einfach nur die Namen an. So. Und es gibt einfach unten dieses init-Event, das startet ein Event. Und das Ende des Spiels ist hoffentlich ein Event, also so auch umgangssprachlich. Wir wollen ja, dass das irgendwie eindrucksvoll ist als Spielentwickler, dass da was rauskommt, was irgendwie einen Eindruck hinterlässt. So. Jetzt sehen wir, okay, das lädt aus diesem Flag 0. Ich weiß, dass es ganz schönes Tempo ist gerade. Ich habe leider nicht so viel Zeit dabei. Also kommt danach einfach und fragt mich, wenn irgendwas unklar ist, wovon ich einfach ausgehe. Und in dem Kram, wo er den Script-File lädt, sehen wir, dass er da auch dieses Flag 0
einfach irgendwann ausliest aus dieser Datei, die wir einfach ändern können. Wir haben ja einen Hex-Editor zum Beispiel. So, aber zu welchem Event wollen wir eigentlich springen? Welches Event ist das Event am Ende des Spiels? So, das erspare ich euch, weil die Funktion, die das bestimmt 5000 Zeilen lang ist, 5200 noch was Zeilen, vorlesen? Alle? Okay, nächstes Mal. Oder wenn du Zeit hast. So, also habe ich gemacht, was jeder vernünftige Mensch macht und mir einen Editor geschrieben für diese Script-Files, weil ich mich da nicht durch den Hexdump selber durchkämpfen wollte. Und ich habe ja die Struktur, wie alles ausgelesen wird und was die Datenstruktur dahinter ist, das ist ja alles in dem Programm drin. Also habe ich einfach ein kleines Tool geschrieben, was mir die alle auflistet und mich die editieren lässt. Und habe jetzt da das Flag 0 auf 800 gesetzt. Das ist das Event, zu dem wir hinwollen. Und hier den Typen auf InitEvent. Und im Prinzip, ich will nicht, dass ihr das alles technisch euch merkt, sondern der interessante Teil daran für mich ist, sich ein Programm anzugucken, was jemand anders geschrieben hat, ohne die Absicht, dass das irgendjemand jemals liest. Und euch zu überlegen, wie ist die Struktur dahinter? Was ist das, was mich daran interessiert, um das daran zu ändern, was ich ändern möchte? Was sind die Sackgassen, in die ich vielleicht reinkomme und kann ich aus dieser Sackgasse noch was mitnehmen? Wenn ich irgendwie mir erst diesen Hexdump angeguckt habe, aus dem ich erstmal nichts rausfinde, kann ich am Ende trotzdem, weiß ich, ich kann das ändern. Und wenn ich die Struktur finde, kann ich das einfach rausnehmen. So, wenn es Fragen gibt, achso, ja, viele Sackgassen, trotzdem hilfreich. Jede Sackgasse, in die ihr euch reinmanövriert, da könnt ihr irgendwas draus lernen oder später hilft euch das trotzdem, was zu machen, was ihr wollt. So, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an mich auf Twitter oder auf Slack und ich gehe davon aus, dass es Fragen gibt. Ich bin uns jetzt auch einfach noch hier. Und das war's.